Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Online. Wir spielen wieder eine entspannte Runde Red Dead Redemption 2 im Online-Modus. Und wir sind hier beim letzten Mal in Valentine stehen geblieben, um genau zu sein, an der Bahnstation von Valentine. Und wir werden uns jetzt mal direkt auf Beauty schwingen und mal rüberreiten zum Sheriffsbüro. Denn in dieser Folge möchte ich mich um eine weitere legendäre Kopfgeldjagd kümmern. Da haben wir noch zwei offen, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Und ich möchte mich jetzt um die nächste kümmern. Also, wir reiten einfach kurz rüber. Hier ist auch schon das Sheriffsbüro. Ja, binden wir dann Beauty kurz an, beziehungsweise steigen wir direkt vom Beauty ab. Und gehen mal rüber zur Steckbrieftafel und gucken mal, wer als nächstes auf unserer Liste steht. So, also schauen wir direkt in die legendären gesuchten Personen rein und gucken mal, wen wir jetzt als nächstes machen werden. So, als zuletzt hatten wir Sergio Vincenza erledigt, beziehungsweise, ja, wir haben ihn erledigt. Und jetzt haben wir hier einen gewissen Tobin Winfield. Da schauen wir uns direkt mal seinen Steckbrief an. Gesucht, Dieb und Politiker. Tobin Winfield soll eingefangen werden, tot oder lebendig. Gesucht wegen Diebstahls und Unterschlagung öffentlicher Gelder. Während seiner Zeit als Bürgermeister hat er über Jahre hinweg öffentliche Gelder veruntreut. Belohnung für die tote oder lebendige Ergreifung Winfields und die Übergabe seiner Beute. Gesichtet in Thieves Landing. Aha, okay. Thieves Landing, also drüben bei Blackwater oder im Süden von Blackwater vielmehr. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt die Mission bzw. wählen diesen Steckbrief aus. Now, this gentleman, Mr. Tobin Winfield III, he's more used to signing off on bounties than being the subject of them. But no one cries when a corrupt politician gets their comeuppance. I believe he's hiding out in Thieves Landing. Yeah, the man's a thief, but not the same kind as the rest of them down there. I'd wager he won't survive the week. From the looks of this poster, you're to recover the deeds that he stole, so make sure you find them. Okay, jetzt sind wir auf uns Thieves Landing eingetroffen und sollen jetzt nach Tobin Winfield suchen. Und wohl auch nach seiner gestohlenen Beute, also sprich den Urkunden, von denen hier gerade die Rede war. Okay, da würde ich mal sagen, ja, Thieves Landing ist ja ein gesetzlosen Ort, also sollten wir uns ein kleines bisschen darauf vorbereiten. Wir schauen mal ganz kurz erst einmal und werden uns erstmal die Karte wieder aktivieren. Und Beauty hat keine vollen Kerne, das heißt, wir fangen mal mit ihr an, uns um sie erst einmal zu kümmern. So viel Zeit muss sein. Also wir werden ihr erst einmal Pferdenahrung verpassen, dann hat sie goldene Kerne. Und wir werden auch was für unsere Kerne tun, sprich für unseren Gesundheitskern. Und erst einmal wieder ein Großwildfleisch mit Ackerminze essen. So, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir haben schließlich eine legendäre Kopfgeldjagd. So, dann werden wir mal schauen. So, jetzt sollen wir erstmal nach Tobin Winfield hier in Thieves Landing, wie gesagt, suchen. Und uns wird das ganze Gebiet hier von Thieves Landing als Suchgebiet angezeigt. Ja, okay, na gut, dann schauen wir mal, dass wir ihn irgendwo finden. Würde sagen, wir reiten erstmal rein. Das heißt, falls irgendwas schief geht, können wir mit Beauty direkt verschwinden. So, gucken wir mal. Das ist ja auf jeden Fall nicht die Ecke, wo Kopfgeldjäger gerne gesehen sind. So viel steht fest. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwen entdecken können. Oh, hier liegt nur ein Kerl faul rum. Right. Da vorne steht ein Pferd. Vielleicht ist das ja so ja seins. Ein anderes Pferd sehe ich hier gerade nicht. Okay. Gut, hier steht normalerweise auch keins. Also von daher könnte das sein, dass wir den gesuchten Tobin Winfield dort finden. So, gucken wir mal. It's not them. Thank the Lord. Try and hold it together. Fortitude, man. Show some metal. Why I thought I'd be cut out for the life of a vagabond, I'll never know. Look at me, hiding like a schoolboy. Okay, ich glaube, wir haben den Gesuchten gefunden. Wir werden mal vom Beauty steigen. Wir werden mal unsere Waffen kurz kontrollieren. Wir haben das verstärkte Lasso. Vielleicht können wir den Kerl ja direkt einfangen. So, mal schauen. Das kam irgendwie aus der Richtung hier. Mal sehen, ob irgendwas zu sehen ist. Da vorne ist etwas. Ich glaube, ja, da ist eine Spur zu sehen gewesen kurz. Ich glaube, da vorne müsste der Kerl stecken. Ja, halt mal das Lasso im Anschlag. Oha. I'm here.
You got me. I come willingly, but please hear me out. I'm in danger. Not from you fine people. Rather, some cutthroats I was quite unwise to trust. I promised them the deeds that I misappropriated if they would help me flee. Now, I have it on good authority that they mean to kill me for those deeds. Protect me, and they're yours. I'll give it all back. Yes? Good. Good. Follow me. They will be here very soon. Sehr schöne Zwischensequenz jetzt hier. Very good. The deeds are a short ride away, sequestered. Follow me and I will take you to them. There will be no shenanigans on this trip, I can promise you that. I give you the deeds, you save my life. It's an excellent bargain for all parties involved. Na, ich hoffe doch, dass das ein guter Deal ist, der hier keinen Unfug macht. Oder, tja, er ist ein Politiker. Nicht, dass der uns in irgendeine Falle lockt. Okay, na dann werden wir mal mit ihm hier irgendwie entlangreiten, mal sehen, wo er uns hinbringen möchte. So, und jetzt heißt es hier auch, Folge Tobin Winfield zu den Besitz erkunden. Okay, er möchte uns wohl noch ein bisschen was erzählen, so wie das aussieht. Na mal schauen, ob er noch mehr zu erzählen hat jetzt hier, während wir dahin reiten. Na, würde mich jedenfalls nicht wundern, ja, schließlich Politiker. It will take weeks in a sanatorium just to steady my hands. The slightest bang and I jump out of my britches. Really, the time I've had. I thought these men, these cutthroats, were my friends. Or at least I thought they were reliable lackeys. But control them I could not. They were the picture of concern and care until I was isolated. And then, I shudder to remember. They started spending my money, taking my things, abusing my person. They took real pleasure in my distress. It was only a matter of time before they got bored, exhausted my funds, and decided to consign me to oblivion. I'm so damn grateful you came along when you did. A strange twist of fate indeed, but this bounty may have saved my life. Okay, der Kerl hat aber eine Menge zu erzählen. Sollen wir jetzt Mitleid mit ihm haben, oder was? Dass er nicht schlafen kann. Naja, mal sehen. Ich glaube, wir sollten mal eine Waffe in den Anschlag nehmen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Der Kerl könnte irgendwie was vorhaben. Das ist jedenfalls das, was ich vermute. So, wir haben erstmal die Schrotflinte im Anschlag. Okay, wir haben da vorne definitiv irgendwen, der auf uns lauert. Okay, der hat uns definitiv zu dem Lager von denen geführt. So, der erste Kerl ist ausgeschaltet. So, wo ist denn... Ah, nee, der ist nicht ausgeschaltet. Der hat sich aber einen schönen Treffer auf jeden Fall gefangen. Der soll mal aufhören zu schießen. Ich würde mal sagen, wir steigen mal vom Beauty und nähern uns mal zu Fuß. Das dürfte besser sein. Nicht, dass wir hier in eine Falle laufen. Da unten steht einer. Gut, und jetzt sollen wir Tobin Winfield beschützen. Ich hoffe, der bringt sich da unten in die Gefahr. Das ist nämlich nicht... Oh, wir haben von rechts noch angegriffen aus dem Wald. Also mindestens drei, so wie ich das sehe. Okay. Das ist sehr ungünstig und wir haben hier keine Deckung. Wir gehen mal hier hinter dem Baum erstmal so ein bisschen in Stellung. So, okay, der ist ausgeschaltet. Wir nehmen mal die Schrotflinte raus. Ein bisschen ungünstig hier. So, der ist ausgeschaltet. Oh, wir kriegen hier aus drei Richtungen Besuch. Na, das ist ja großartig. Das hier fällt mir ja nicht und einer kommt auf uns zu. So, der ist erstmal vom Pferd runter. Und da kommt der Nächste. Na, das ist ja eine heiße Geschichte hier. So. So, der ist runter vom Pferd. Da ist der Nächste auf dem Pferd. Na, und nehmen wir mal die Colts und versuchen den mal zu erwischen hier. Okay, das war wohl hinzu, dass wir jetzt eben ein bisschen vorsichtig waren. So, der ist ausgeschaltet. Und da hinten ist noch einer, der uns beschießt. Mal gucken, ob wir den mit dem Kakano vom Pferd runterkriegen. So, der Hut ist auf jeden Fall weg. Da ist der Nächste, rechts von uns. Das ist ja eine heikle Nummer hier. Da kommt der Nächste hier auf dem Pferd an. Der ist auch runter vom Pferd, sehr schön. Und wir haben links irgendwen in den Büschen. Na, unterm Baum steht er. Da stand er. Oder saß vielmehr auf seinem Pferd. Na, das war eine heiße Geschichte hier. So, jetzt ist mal wieder ruhig. Oh, nee, von wegen. Ha. Okay, wir werden noch beschossen. Wir mal ein bisschen in die Knie. Ja, wir kriegen von hinten schon wieder Besuch. Da kommt der Nächste auf dem Pferd. So, der Kerl ist runter. Aber wo ist gut, dass wir beim letzten Mal am Ende der Folge noch ein bisschen Munition geholt haben.
Sehr reichlich. Da vorne ist jener, der ist ausgeschaltet. Und da rechts ist noch einer. Und der ist ausgeschaltet. Sehr, sehr schön. So, ich hoffe jetzt, Tobin Winfield hat es überlebt. Der ist mir da rein geritten. Ja, vielleicht wollen die ihn ja lebend. Hier muss noch einer sein. Einer wird angezeigt. Wo ist denn der Kerl? Nicht zu sehen. Ach, hier unter uns. So, das war ein schöner Kopftreffer. So, dann würde ich mal sagen, wir nutzen mal kurz die Zeit und plündern die immer. Da kommt schon wieder einer. Okay, da hinten auf dem Pferd ist er. Mal sehen, ob wir ihn mit dem Kakano erwischen können. Ah, gerade die Felskante. So, da oben ist an Stellung gegangen und das war es. Nicht seine beste Entscheidung. So, wo ist denn der Kerl jetzt hin? Irgendwie auf der anderen Seite vom Fluss. Wir holen uns mal Beauty ran. Könnte natürlich jetzt hier auf die Kutsche steigen, aber die ist ein bisschen zu langsam. So, dann plündern wir mal so lange noch den Kerl hier. Und kletter mal auf Beauty. Ich hoffe, das war erstmal das Schlimmste hier. Das war ja ein bisschen unübersichtlich, aus drei Richtungen angegriffen zu werden. Ja, angegriffen zu werden ist ein bisschen unangenehm. So, mal gucken, wo der Kerl jetzt hin ist. Wir nehmen mal wieder die Schrotflinte raus, falls hier irgendeiner uns zu nahe kommt. So, wo ist denn der jetzt hin? Da vorne ist er. Okay. Steht hier einfach so rum. Ich glaube, wir sollten mal nochmal verhaften. Aha, jetzt sollen wir Tobin 5-4 zu den Besitzurkunden folgen. Okay, das war wohl einfach hier bloß eine Straßensperre oder ein Lager von denen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt dazugehörten. Nochmal sehen. Naja, gut. Wahrscheinlich eine Bande von Halsabschneidern. Davon war ja die Rede. Das heißt, die haben sich vielleicht in mehrere Gruppen aufgeteilt. Mal sehen, ob wir noch mehr Stress kriegen. Das war jetzt eben doch reichlich unterhaltsam. Sagen wir mal so. So, unser goldener Kern hält noch. Das ist, glaube ich, ganz gut gewesen, dass wir den hatten. An einer Stelle war doch mal ein schön knapp. Da habe ich schon überlegt, ob wir nicht lieber eine Arznei nehmen. Aber ging sich ja aus. Ja, in dem Bild hier, was ich spiele, da ist ja das Töten von Gegnern etwas, das die HP wiederherstellt. Oha. Ich glaube, ah ja, okay, da ist unsere Naturkundlerin wieder. Habe es gerade ihren Namen vergessen, aber ist auch egal. So, wir sind wohl am richtigen Ort. Na, mal sehen, wo uns jetzt hier hinführt. Das sieht aber nicht so aus, als wäre hier was. Und das sieht irgendwie aus, als könnte das hier ein Hinterhalt sein. Wenn die uns von oben von den Felsen aus beschießen, ist das recht unangenehm. Aber wir haben den Kakano dabei. Okay, schauen wir mal. Was sollen wir denn hier einsammeln? Hier können wir einen Stein untersuchen. Okay, na dann machen wir das. Ah ja, da ist ein Stein. Der ist wirklich ziemlich auffällig. Ja. Und nicht, dass wir jetzt von ihm so die Rübe gezogen bekommen, wenn wir ihm den Rücken zudrehen. Würde ich ihm zutrauen. Very good. You can take me in now. Time to face the music. But may I ask you please, don't tie me up. Let me keep the little dignity I have remaining. I have been kind and honest to you all. Okay, er scheint wirklich im Moment ehrlich zu sein. Ich bin etwas erstaunt. Nun gut, dann mal schauen, ob er uns, ja, auf Beauty folgt und damit aufsteigt, dann können wir ihn nämlich zum Gefängnis bringen. Oder ob er jetzt alleine reiten möchte. Aha, okay, war sehr interessant. Also wenn er jetzt Unfug macht. Ah. Okay, er sichert uns jetzt hier seine Unterwürfigkeit quasi zu, beziehungsweise sichert uns zu, dass er uns folgt. Na, dann schauen wir mal. So, jetzt schauen wir mal, wo wir ihn hinbringen müssen. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Wir scheinen gerade Ruhe zu haben. Aber gerade aber eine Stimme zu hören, ist aber nicht auf der Karte zu entdecken. Okay, an McFarlane's Ranch vorbei, bis runter nach Armadillo. Das ist ein ganzes Ende zu reiten. Na, mal sehen, ob jetzt noch irgendein Unfug unterwegs passiert. Wir werden es gleich feststellen. So, ich glaube, das ist ja eine ganz gute gewesen, dass wir Beauty einen goldenen Kern verpasst haben. Oder goldene Kerne, muss man ja eher sagen. Auf jeden Fall ist das ein ganzes Ende, wie er sagt. Das würde sich ja fast für eine Postkutsche lohnen, die hier an der Bahnstation, die vor uns liegt, zu nutzen. Ah, oh, der ist so ordentlich schnell. Okay, sein Pferd hält hier auf jeden Fall mit unserem mit. Das finde ich gut. So, wir halten uns mal rechts und reiten mal ein bisschen querfeld ein. Können wir ein bisschen abkürzen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind ja ein paar Canyons vor uns. Also wechseln wir mal wieder auf die Straße zurück. Aber wir müssen ja nur nicht unbedingt die ganze Zeit da reiten. Ja. Armadillo liegt ja. Okay, das war irgendwie klar. So, wir haben das Lasso im Anschlag. Der ist erstmal runter vom Pferd. Das soll der sich ja nie einfallen lassen. So, den schleifen wir erstmal hinter uns her. Okay, und jetzt ist der Weg erledigt. Und wir werden uns hier mal die Kerle schnappen.
Oha. Und wir sollten uns ganz schnell mal Deckung suchen. Wir haben nämlich keine Energie mehr. Keine Lebensenergie mehr. So. Ich hoffe, der ist jetzt wirklich... Nee, der lebt noch. Okay. Gut, der ist nicht gestorben. Ich staune aber. Also auf dem Map wird er immer noch als lebendig, glaube ich, angezeigt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, versuchen wir den Kerl hier mal auszuschalten. So, erstmal die Schrotflinte bitte raus. Da ist er. So, der ist nicht erledigt. Oha, das ist ja eine wilde Angelegenheit hier. So, der ist ausgeschaltet. Wir kriegen hier ordentlich Stress. Das steht fest. Eieiei. So, der ist ausgeschaltet. Und da hinten müsste noch einer sein. Da liegt Tobin Winfield. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich bewusstlos ist oder tot. Nee, der ist tot, glaube ich. Ah, gut, okay. So, kick mal, da vorne müsste eigentlich noch einer sein. Oh, das ist Beauty. Beauty müssen wir uns dringend kümmern. Die hat ordentlich was abgekriegt jetzt hier. Nicht, dass wir bis Amadillo mit der Leiche noch zurückreiten müssen. Laufen müssen. So, der Kerl soll man sich ja nicht einfallen lassen, uns weiter zu beschießen. Das ist aber ein sehr unangenehmer Angriff hier. Wir hätten ihm wirklich nicht vertrauen sollen. Und ihn gleich von vornherein fesseln sollen. Das wäre besser gewesen. Nein, gut. Das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man die Mission hier macht. Oh, da kommt der Nächste. So. Oh, der hat unschön mit Kaltblut. Könnte man sich fast schnappen, wenn er jetzt hier Beauty erledigt hat. Ich hoffe, Beauty ist jetzt nicht in der Zwischenzeit verstorben. Er kennt die Gelegenheit, sich mal um sie zu kümmern. So, wir nehmen mal Schrotflinte raus und tun den Kerl auch mal vom Pferd. Der ist mal so ein bisschen anstrengend. Und hinter uns sind noch zwei. Da keine Chance hier zu entkommen ohne Pferd. Ich sag ja immer wieder, ein Cowboy ohne Pferd ist ein toter Cowboy. So, wir brauchen mal ein bisschen Deckung. So, wir mal hier in Deckung. Und, ne, der dir nicht. So, der Kerl sollte auch ausgeschaltet sein. Sehr, sehr schön. Wir kriegen von hinten schon wieder Besuch. Kommt mir gerade vor wie Nase, oder die der ja nicht. So, der ist ausgeschaltet und hinter uns ist wieder einer. Wo ist er denn jetzt? Da hinten umfährt. Der hat auch so ein schönes Kaltblut. So. Und der ist erledigt, der Kerl. Sehr schön. Ich glaube, wir haben wieder Ruhe. Das war eine heiße Geschichte hier. So. Ja, scheint tatsächlich ruhig zu sein. Oh je, ich glaube, Beauty hat's dahin gerafft. Ja, da können wir... Nee, das ist nicht Beauty. Wo ist Beauty? Na, mal sehen, ob wir es irgendwie finden können. So, erstmal sollen wir den Kerl wieder finden. Da liegt er. Ich weiß nicht, ob der noch bewusstlos ist. Ich glaube nicht. Tja, heben wir mal auf. Na, der sieht ein bisschen leblos aus hier. Ach, mal ein bisschen zu stark gezogen hier mit dem Lasso. So, ich rufe mal Beauty, mal sehen, was passiert. Da ist er. Okay. Selbst wenn jetzt sie erwischt hat, dann ist er wohl wieder auf die Beine gekommen und hat sich in Sicherheit gebracht. Schlauer Tier. So. Das war eine heiße Geschichte hier. So, da war der Griff auf zum Schwarzgebrannten eben ganz richtig. So, und jetzt sollen wir Tobin Winfield zum Gefängnis bringen. Gut, also wenn ich das nochmal machen müsste hier, dann würde ich gleich sagen, von vornherein, dem Kerl vertrauen wir nicht. Der wird einfach gefesselt nach dem ersten Überfall und gut ist. Das wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, wenn man die Kerle auf dem Pferd hinter sich hätte herziehen können. Das war jetzt hier auf jeden Fall die unangenehmere Geschichte, das auf freiem Feld zu machen. Aber wir haben es überlebt. Und zum Glück waren da eh zwei Bäume, ich glaube. Der ein oder andere Baum hat doch tatsächlich mal eine Kugel abgefangen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den restlichen Weg nach Amadillo, ich denke, da müssen wir immer noch hin, jetzt in Ruhe runterreiten können. Das ist immer noch ein ganz schönes Ende. So, wir gucken mal ganz kurz nach unseren Kernen. Ja, gut. Der goldene Kern bei der Lebensenergie ist ein bisschen runter. Aber er ist noch leicht gelb. So Zitronengelb würde ich das nennen. Also jedenfalls nicht mehr golden, auf keinen Fall. So, und da kommen wir wieder nach New Austin runter. Eigentlich sind wir schon die ganze Zeit in New Austin. Das ganze Gebiet hier hört eigentlich schon dazu. Aber, naja, so richtig New Austin ist erst das hier. So, und da unten, ja, da sehen wir schon. Der dunkle Fleck da in der Mitte, Übermut. Das ist Amadillo und da sollen wir jetzt eigentlich hin. Okay, gut. Und die Energie von Beauty ist ja schön runter. Jetzt hier die Ausdauer. Aber zum Glück hat sie den goldenen Kern. Ja, da geht es noch nicht gleich an die ans Eingemachte, sozusagen. Ja, das war eine spannende Geschichte hier mit dem. Und wir haben die Urkunden auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, dann ist auch das kleine letzte Stück jetzt. Wir sollten mal Beauty ein bisschen Ruhe gönnen hier. Wir können auch mal kurz gucken, ob wir für sie etwas tun können. Wenn wir noch ein Ausdauertonikum, dann nehmen wir ihr das jetzt mal. Dann können wir nämlich unseren Weg fortsetzen. So. Das sieht doch besser aus.
So, da ist Beauty wieder voll aufgeladen sozusagen. Voll gestärkt. Und da vorne ist wieder Armadillo. Sehr, sehr schön. Und sind wir dann gleich da und können den Kerl abgeben. Ja, das ist bloß noch seine Überreste hier. Aber ein bisschen zu stark mit dem Nase gezogen. Aber ich glaube, das hat er verdient. So ein Lügner. So, und da sind wir auch schon. As if we didn't have enough bodies in town. Drop them off. Reward's yours. Oh, ich glaube allerdings, der Kerl hatte sich das ein bisschen anders vorgestellt, der Tobin Winfield. Oh, ich glaube, der wollte hier lieber irgendwie lebend ankommen. Tja. Nu, ist er nicht mehr. Hat er sie selber zuzuschreiben. So, wir haben erstmal $63 erhalten, 0,36 Golddollar und 337 XPs, bis also Kopfgeldjäger XPs. Nun war ich ganz nett und unterhaltsam. So, wir schauen mal ganz kurz, was unsere Waffen sagen. Und würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, dass wir direkt an der Bahnstation aufgesetzt wurden. Und holen uns noch mal ganz kurz Munition. So, also schon der Postmeister. Holen wir mal unsere Lieferungen ab. Sprich, alles, was wir an Munition im Postkasten haben. Und dann würde ich sagen, reiten wir direkt wieder zum Sheriffsbüro rüber und nehmen uns noch eine renommierte Kopfgeldjagd vor. So, 76 Revolver-Munition gekriegt und immer Pferdenahrung hier. Oh, ein bisschen was verbraucht hier. War jetzt mäßig lohnend mit den $63, aber ist klar, wenn wir da bloß die Leiche von dem Kerl abliefern. So, und da sind wir auch schon wieder am Sheriffsbüro. Großartig. So, dann gucken wir uns mal die Steckbrieftafel an und dann schauen wir uns mal an, welche Kopfgeldjagd wir haben. Oha, da haben wir etwas, das wir schon mal gemacht haben. Ah ja, da haben wir die Butcher vom Benedict Pass, also sprich die Schlechter vom Benedict Pass. Lesen wir uns den Steckbrief mal durch. Da heißt es, tot oder lebendig. Die Schlachter vom Benedict Pass. Diese ehemaligen Gesetzeshüter und Soldaten nutzen den Respekt, den man ihren Uniformen entgegenbringt, schamlos aus, um das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen. Diese armen Seelen werden nicht nur entführt, sondern aufs Übelste verstümmelt und ihre unkenntlichen Leichen betrügerisch gegen Kopfgelder eingetauscht. Großartig hier. Gut, da haben wir schon einen von ihr geschnappt, dann würde ich sagen, wir nehmen den Steckbrief direkt mal an. Oh, haben wir. Bin gespannt, ob man uns jetzt hier gleich versetzt oder ob wir irgendwo hinreiten müssen. Okay, wir sollen zu einem letzten bekannten Aufenthaltsort reiten. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. So, auf jeden Fall ein Stück südlich von Armadillo. Aha, okay. Noch ein Stückchen so hervor, Lake Don Julio, das ist natürlich nett. Gut, also Wegpunkt sitzt, haben wir. Würde ich auch sagen, nach der Geschichte von eben, kann es nicht schaden, wenn wir nochmal in unsere Tasche greifen und ein Großwildfleisch mit Ackerminze essen. Oh, wer weiß, was uns da wieder erwartet. So, vor allem, wenn es ehemalige Gesetzeshüter sind, nehme ich mal an, werden die sich nicht friedlich ergeben. Na, das werden wir gleich rausfinden. So, wir werden einfach hier mal quer durch die Wüste reiten von New Austin. Mal gucken, dass wir da möglichst schnell hinkommen. Ich glaube, da vorne, das müsste schon die Hütte sein, wo wir hin sollen. Aber da sollen wir auch bloß erstmal irgendwas suchen. Wahrscheinlich wieder irgendeinen Hinweis, der uns denn noch ein Stückchen weiterführt. Gucken wir mal. Mal gucken, ob wir vielleicht wieder mit Wildtieren zu tun bekommen. Kann ja sein, dass in der verlassenen Hütte, das ist nämlich eine, wieder vielleicht ein Puma auf uns lauert. Wer weiß, wir nehmen mal einfach die Schrotflinte in den Anschlag. Das kann nicht schaden. Und besser, wir haben die Schrotflinte im Anschlag, als dass wir es noch raussuchen müssen, wenn es losgeht. So, da haben wir eine kleine alte Hütte. Und hier sollen wir die Gebiet nur nach Spuren durchsuchen. Okay, und hier ist keiner. Also das spricht sehr dafür, dass wir gleich irgendwie ein Wildtieren zu tun bekommen. Na, mal schauen. Wir werden mal vom Beauty Code steigen. Da ist irgendwas. Aha, da wird uns was im Haus angezeigt. Na, gucken wir mal. Okay, da sind auf jeden Fall zwei Orte, die wir uns anschauen können. Dann würde ich sagen, klettern wir erstmal hier über den alten Zaun und gehen erstmal in die Hütte. Das ist erstmal das Ungefährlichste. Da haben wir erstmal Deckung. Oh, und schon gleich mal die Türe offen. So, wir gucken uns mal kurz um. Oha, das sieht nicht gut aus. So, und damit meine ich nicht die Premium-Zigaretten, die wir uns jetzt einstecken können. Oh je. Den haben die aber übel zugerichtet. Oder sie. Also das ist ja kaum noch zu erkennen, was das war. Wir schauen mal ganz kurz. Oha. Ja, das sieht sehr, sehr übel aus. Ich glaube, das war ein Kerl. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. So, und jetzt können wir uns hier einen Hinweis anschauen. Na, dann untersuchen wir die Leiche mal hier. Okay, scheint keinen Hinweis gefunden zu haben. Wir müssen uns wohl weiter umschauen. Und wir werden noch mal ganz kurz hier mit dem Dead-Einblick werfen, ob wir noch irgendwas Nettes entdecken können. Ja, da ist noch was. Wir sollten uns vielleicht noch den Koffer hier anschauen, weil wir schon hier sind. Die Leiche war wohl nicht der eigentliche Hinweis.
So, wir richtig stehen hier. Ist ein bisschen unangenehm. Jetzt können wir das machen. Werfen wir einen Blick hier in diesen Koffer. Okay, wir haben wohl weiteren Hinweis gefunden, aber es war immer noch nicht der richtige. Gut, jetzt können wir hier noch ein bisschen plündern, aber danach steht mir gerade nicht der Sinn. Wir wollen schließlich diese Schlechter finden und es sind echte Schlechter, wie man sehen kann. So, hier drüben an dem Zelt muss irgendwas sein. Wir schauen mal ganz kurz hier in der Hütte, ja, in dem Abort scheint was zu sein. Ich glaube, das ist nämlich kein, nee, das ist kein Gartenhäuschen. Oh, wir haben erstmal eine Tarotkarte gefunden. Na gut, okay, die nehmen wir gerne mit. Stecken wir uns die mal ein. So, haben wir noch ein Sammelobjekt nebenbei gefunden. Das ist ja mal ganz nett soweit. So, wir schauen mal weiter. Hier vorne muss ein weiterer Hinweis liegen. Aha, hier vorne liegt ein Buch. Ist es das, was ihr meint ist? Schauen wir mal ganz kurz. Ja, das scheint ein Buch zu sein, das wir uns anschauen können. Dann machen wir das doch. Postwenden. Ja, sehr schön. Okay, jetzt haben wir den richtigen Hinweis gefunden. Und jetzt sollen wir die Zielperson fangen oder erledigen. Schauen wir mal, der scheint hier ein bisschen weiter westlich zu sein. Der ist da hinten wohl auf dem Pferd unterwegs, an der Mercer Station. Na, dann würde ich sagen, wir springen mal direkt über den Zaun, bis also die laufen hier durch und holen uns mal Beauty ran. Und dann werden wir den Kerl mal da verfolgen. Mal gespannt, ob der alleine unterwegs ist. Wo ist Beauty jetzt? Da kommt sie schon. Sehr, sehr schön. Ich glaube, sie hat immer noch goldene Kerne. Ja, sehr schön. Das bietet sich doch sehr, sehr an, dass wir ihr die Pferdenahrung verpasst haben. So, na dann wollen wir ihm mal folgen hier. Erstmal quer durch die Wüste. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir den Kader lebendig fangen. Reicht ja, wenn wir eine Leiche abgeliefert haben in dieser Folge. Machen wir am besten nochmal den zweiten sauber. Mal sehen. So, da unten reiten welche. Und wir haben ja eine Kante vor uns. Das ist immer das Unangenehme hier in New Austin. Dass man auch plötzlich auf Felskanten stößt. So, die da vorne hören definitiv nicht dazu, würde ich mal behaupten. Ne. Da wird uns ein Schiff der Karte angezeigt. Die werden uns nur feindliche sind, wenn wir sie angreifen. Oh, jetzt wird sie aber staubig. Das sieht ja nicht gut aus. Aber ja, das ist die Wüste. Da darf sie doch mal staubig sein. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Kerl gleich erreichen. Weit kann das nicht mehr weg sein. Da vorne ist eine Kutsche. Da sind zwei, drei. Oha, das sind ein paar. Moment. Die haben ihr Schütz. Die schalten wir mal aus. So, der haben ihr Schütz ist schon mal runter. Und dann erledigen wir mal die Zweitkutsche hier. Da ist meistens nämlich der Gesuchte nicht dabei. So, auf jeden Fall können die uns nicht mehr mit mir schützen, gefährlich werden. Okay, die sind ausgeschaltet. Und da vorne haben wir die Kutsche. Und ich gebe mal an, der Gesuchte ist da drauf. So, dann werden wir da rausfinden. Und wir werden die einfach mal versuchen, mit dem Lasso da von der Kutsche zu holen. Ah ne, der sitzt in der Kutsche, so wie das aussieht. Na gut, das könnte sein. Na gut, wir schießen einfach mal die Fahrer runter da oben. So, ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das war richtig. So, ich glaube, wir haben beide Fahrer erwischt. Nee, oder doch? Okay. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt will er abhauen. Na, das soll er mal versuchen. Wir sitzen mal auf dem Pferd. Wir haben halt richtig gemacht. So. Das ist aber nicht gerade clever für ihn. Wir setzen es wieder. So, da ist er eingefangen. So, jetzt kann er ein bisschen zappeln. Wir steigen mal ab. Gehen mal ganz langsam zu ihm rüber. Und werden ihn mal hübsch fesseln. Wer sich wehrt, wird gefesselt. Das hätten wir, wie gesagt, bei diesem Tobin Windpferd auch bloß machen sollen. So, sehr, sehr schön. Ja, war irgendwie klar, dass der uns rinlegt, aber ich wollte es mal drauf ankommen lassen. So, der, und wir haben noch ein weiteres Sammelobjekt gefunden. Eine antike Schnapsflasche. Sehr, sehr schön. So, und da haben wir die Zielperson. Der ist seinen Hut los. Wir packen den uns auf Beauty. Dann schauen wir mal, ob wir zurück nach Armadillo müssen oder ob wir ihn zu irgendeinem Gefängniswagen bringen müssen. Nee, wir müssen zurück zum Sheriffsbüro von Armadillo. Na, sehr schön. Na, dann machen wir das doch direkt. So weit kann es ja eigentlich nie sein. Ja, jetzt hätten wir uns bei der Gelegenheit ja noch die Leichen von den Kerlen ankicken können. Aber das mit erst von... Oha, wir kriegen noch Besuch von hinten. Na, mal sehen. Ich würde sagen, wir halten mal eins kurz an. Wir nehmen das Kargano und schießen mal die nach und nach hier vom Pferd. So. Das war schon die Sache mit der Verfolgung hier. Kurz und schmerzlos. Ja, wenn es nicht zu viele sind hier, dann geht das auch ganz problemlos. So, dann werden wir hier an der Bahnstrecke einfach lang reiten, denn da vorne ist auch schon wieder Armadillo zu sehen. Das ist ja großartig. Das war hier kurz und schmerzlos sozusagen. Also jedenfalls für uns war das recht schmerzlos hier. So, ja, das hat auch gut geklappt hier mit der zweiten Kutsche. Und ich bin froh, dass ich... Ja, dass er dann tatsächlich in der Kutsche saß und nicht vorne drauf auf dem Bock. Das wäre nämlich unangenehm gewesen.
bei denen wieder erschossen hätten. Naja, SB-Leichen werden es mit müssen das ja nun nicht unbedingt sein. Das Reich wendet eine ist, die wir da abgeliefert haben, wie ihr sagt. So, und wir kriegen nochmal Besuch. Wir halten nochmal was an. Gucken mal, ob wir die gerade entdecken können. Da kommen sie von links. Die wollen sich da verstecken. Ihn haben wir erwischt. Und der zweite, oh, der ist ein bisschen zu dicht dran für Kakano. Aber nicht zu dicht dran für die Colts. Dann nehmen wir kurz den Dead Eye. Mal sehen, ob wir den jetzt irgendwie erwischen können. Und da ist auch schon ausgeschaltet. Sehr, sehr schön. Oh, können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Jetzt liegt der direkt hier zu unseren Füßen. Dann steigen wir mal ganz gemütlich ab und kicken uns mal an, ob der irgendwas Nettes dabei hat. So, ne, 11 Cent hat er dabei. Noch nicht mal Munition oder irgendwas. Das war ja ein armer Schlucker. Na gut, naja, dafür hat er sich umbringen lassen. Na, hat die oft uns ein paar von unseren 1000 Dollar, die wir in der Tasche haben, abzunehmen. Aber nichts ist. Oh, jetzt haben wir auch noch einen Wind hier erledigt. Na, das lohnt sich ja von Expedia. So, und wir sind in Amadillo auch schon wieder zurück. Na schön, dann können wir den Kerl hier gleich mal abliefern. So, dann werden wir mal anhalten. Vom Beauty klettern. Den Kerl auch runternehmen. Und dann uns wieder mit dem Sheriff von Amadillo treffen, beziehungsweise mir den Kerl bringen, den Schlachter. Ain't this a rare treat? Perhaps you could escort them to their cell? Done deal. Sehr schön, hat man abgeschlossen. 360 Kopfgeldjäger Expedition erhalten, 0,16 Golddollar. Nochmal etwas extra. Wir haben also offensichtlich noch eine tägliche Kopfgeldjäger-Mission abgeschlossen. Ich nehme mal an, wir sollten gesucht in New Austin erledigen oder abliefern. Wir schauen mal ganz kurz in das Online-Menü rein, welche täglichen Herausforderungen wir hier gerade gemacht haben. Oder muss ja eine sein. Genau, da ist eine Kopfgeldjäger-Mission abgeschlossen. Und da hieß es Kopfgeldjagden innerhalb einer Stunde abgeschlossen. Ah ja, zwei Stück. In Echtzeit. Also man sollte innerhalb einer Stunde zwei Kopfgeldjagden machen. Das war ja kein Problem. Hat sich ja irgendwie angeboten hier. Haben wir eher so in einer halben Stunde gemacht, wenn ich das richtig sehe. So, okay. Ah ja, jetzt hätte man jetzt auch noch gesuchte Personen lebendig fotografieren sollen. Na gut, da müssten wir noch ihn machen. Hätten wir erst diesen Tobin Winfield fotografieren müssen, den Kerl auf seiner Kutsche. Aber beim Reiten geht das wohl mit dem Fotografieren sowieso nicht. Man hatte ja in meiner Vergangenheit versucht, ein Foto vom Pferd auszumachen. Aber Foto vom Pferd, kriegen wir mal eins kurz. Das geht nämlich leider nicht. Da muss man auch noch absteigen. Das wäre bei der Mission hier ja, eher schlechter, Jan. Ja, hätten wir ihn fotografieren können, während er hier auf dem Pferd liegt. Sehr schön. Gut, okay, hätten wir das. Und ja, dann würde ich sagen, sollte das für heute auch gewesen sein, war das die Geschichte hier mit Tobin Winfield, dem ja, betrügerischen Politiker und jetzt auch noch hier der zweite Steckbrief mit dem einen Schlachter. Und ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Red Dead Online weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.